Alle Kompetenzen sind aktuell in der Stadt an unterschiedlichen Orten verteilt und wir haben gedacht, wir müssen einen Standortpunkt einrichten, eben halt den Energiepunkt oder E-Punkt kurz gesagt, wo wirklich alle Leute an einem Ort etwas finden. Der E-Punkt ist eine zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger in der Kreisstadt Bad Hersfeld, gegebenenfalls auch in der Umgebung von Bad Hersfeld. Hier bekommen alle, die daran interessiert sind, alle zentrale Informationen rund um das Thema Energie. Einerseits sind seit dem 11. Mai hier im Stadthaus die Stadtwerke Bad Hersfeld, dann auch die Kreisstadt Bad Hersfeld mit dem Bereich Klimaschutz angesiedelt, sowie weitere Partner, eben die Verbraucherzentrale Hessen, als auch letztendlich die Bürgerenergiegenossenschaft Hersfeld EG. Das gemeinsame Angebotsprofil von Stadtwerken und dem E-Punkt, die Stadtwerke sind ja Bestandteil des E-Punktes. Und wie eben schon angedeutet, Tarifberatung, das Angebotsprofil wird dargestellt seitens der Stadtwerke im Bereich der Wasserversorgung, Energieversorgung. Und wir werden auch gemeinschaftlich Stadtwerk und E-Punkt Aktionen planen, beispielsweise im Rahmen der Woche der Mobilität ist angedacht, eine kleine Leistungsschau hier direkt am Klaustervorplatz zu machen zu den Themen Erdgasmobil, dann E-Mobil, was können diese Fahrzeuge, wo sind sie günstiger im Gegensatz zu klassischen Fahrzeugen? Die Zukunft sehe ich sehr positiv. Das sehe ich zum Beispiel an der Anzahl der installierten Photovoltaikanlagen. Hier sind die Bürger sehr engagiert. Ich sehe täglich, wie die Anzahl der Photovoltaikanlagen, die Installationen steigen. Die Stadt Bad Hersfeld ist auch sehr beteiligt an der Zukunft der Energieversorgung. Projekte werden in Angriff genommen, angeschoben, wo hier unter anderem der E-Punkt mithelfen soll, das Ganze zu bündeln. Deswegen haben wir auch gesagt gehabt, dass wir im Rahmen dieser Kampagne, wie Sie hinten sehen, halt den E-Faktor, den Plusfaktor 4, auch den E-Punkt als eine Schaltzentrale sehen, um Unternehmen zukünftig hier neu anzusiedeln. Und das ist auch für uns die Möglichkeit zu zeigen, die Region kann etwas, die Region leistet etwas, auch in dem Bereich der Energieeffizienz und des Klimaschutzes.